Servus, was hallo, ich bin's, MassXD, ganz genau, und wir spielen heute ein bisschen Modern Warfare 3 hier auf der Karte Fallen. Und das ist eine schöne grün verwucherte Karte mit Bäumen, Pflanzen, Büschen und sonstigem Zeug. Müsste natürlich eigentlich jedem klar sein. Und das sind die optimalen Voraussetzungen, um ein paar schöne Versteckplätze für die verschiedensten Campersorten zu haben. Darum empfiehlt es sich auf jeden Fall sehr, ein paar empfindliche, klare, genaue Augen mitzunehmen, um diese potenzielle Gefahr frühzeitig erkennen zu können und sie im Anschluss gegebenenfalls schnellstmöglich eliminieren zu können. Und ihr habt es schon gesehen, gleich zu Beginn habe ich die P90 weggesteckt und dafür die Pistole 5.7 herausgekramt, denn ich kann es schon mal vorwegnehmen, es wird am Ende eine Only 5.7 MOAB werden und deswegen spielen wir heute nicht normales Herrschaft, nein, wir spielen Herrschaft. Und da ja sich manche Leute in der letzten Zeit über diese ganzen dubiosen, ominösen, verrückten, sinnlosen Themen beschweren und sich viele einfach mal wieder ein richtig klassisches Gameplay-Commentary wünschen, mit einem kleinen Thema, aber auch großem Bezug aufs Gameplay, mache ich das heute mal und ich lasse die ganzen Off-Topic-Themen einfach mal bei mir im Kopf oder auf der Festplatte ruhen und benutze die dann für ein geeigneteres Video, würde ich mal meinen. Und was kann man besser besprechen, als euch einfach zu erklären, wie man eigentlich auch so eine Moab mit einer Pistole schafft? Denn am Anfang klingt es ja ziemlich schwer, eine Moab mit einer Pistole oder mit irgendwelchen anderen Sekundärwaffen, aber eigentlich ist das mit der Hilfe des Hardcore-Modus gar nicht mal so schwer. Egal ob eine Moab mit einer Sekundärmaschinenpistole oder sogar mit einem Raketenwerfer, mit ein bisschen Map-Verständnis, ein bisschen Aiming und vielleicht ein kleiner Hauch Glück ist eigentlich alles möglich. Man braucht nur ein paar gute Tipps und Tricks und dann ist alles vielleicht auch mit der Hilfe eines Kumpels möglich. Und bevor ich zu dem Setup komme, ist eigentlich alles durch eine Person entstanden, denn ich wurde von einem bestimmten YouTuber, von einem bestimmten Gamer inspiriert. Er macht auch YouTube-Videos und er bringt wahrscheinlich die besten Moab-Gameplays oder er ist einer der besten Moab-Erspieler auf ganz YouTube bzw. Deutschland und das ist der Tesco. Er hat vor einer Weile auch eine 5.7 Moab hochgeladen. Er hat sogar mehr oder weniger ein Dual-Commentary mit dem Dragon Ball Z-Star Son Goku gemacht und ich fand es schon ziemlich witzig. Es hat mich ziemlich entertained und da dachte ich mir, hey, ich kann doch auch eine MOAB mit der 5.7 probieren, einfach so wie er es gemacht hat und mir ist es nach ein paar Ingame-Stunden sogar gelungen. An dieser Stelle natürlich ein Dankeschön an ihn und ich kann euch nur raten, mal bei ihm vorbeizuschauen, wenn ihr auf ehrliche, gut erspielte Moab-Gameplays mit den verschiedensten Waffen, ich glaube es sind mittlerweile sogar alle Waffen steht, dann seid ihr dort auf jeden Fall richtig. Naja, so viel zum Thema Empfehlung. Auf jeden Fall kommen wir zu dem Waffensetup. Wie ich schon gesagt habe, dreht sich ja alles um Sekundärwaffen-MOABs, wenn ihr genau so eine haben wollt. Wenn ihr jetzt eine stinknormale MP7-MOAB braucht, dann ist es eher empfehlenswert, auf die ganz normalen Modi zurückzugreifen, wie normales Herrschaft oder Team Deathmatch. Das ist eigentlich dann immer viel einfacher, weil diese Waffen auch wesentlich stärker sind. Natürlich gibt es immer ein paar Experten, die genau umgekehrt eher zu Hardcore tendieren, aber das ist eigentlich eine total andere Geschichte. Zuerst einmal entscheidet euch für eine Waffe eurer Wahl. Vielleicht wolltet ihr schon immer mal mit einem Revolver eine Moab reißen, wer weiß. Ansonsten nehmt ihr das Beispiel im Video, nämlich die 5.7. Ein guter Aufsatz ist natürlich immer sehr vom Vorteil, darum rate ich euch zu den erweiterten Magazinen, denn durch das eingeschränkte HUD kann man nicht immer sehen, wie viele Schüsse man noch im Magazin hat und wenn plötzlich mehrere Gegner kommen, kann euer normales Magazin plötzlich leer sein. Darum ist es immer sehr sicher, ein größeres Magazin dabei zu haben. Wenn ihr die erweiterten Magazine noch nicht freigeschaltet habt, könnt ihr natürlich auch andere Sachen benutzen. Ihr könnt eigentlich variieren. Jedoch rate ich euch von den Akimbos ab, denn ihr habt zwar mehr fette Powerkraft, aber eine Waffe langt schon auf jeden Fall im Hardcore-Modus, denn man braucht ja eh nur ein paar, ein oder zwei Schüsse. Und dazu kommt noch, dass man mit den Akimbos nicht mal mehr aimen kann und darunter leidet natürlich die Präzision. Dazu kommt noch, dass der Schalldämpfer ein wenig unnötig ist, denn erstens verringert er die Präzision. Dazu kommt noch, dass man auch kein Radar auf dem HUD hat, abgesehen mal von einer UAV, aber dazu gibt es natürlich auch eine sehr simple und vielleicht auch etwas umstrittene Lösung, nämlich bei den Perks. Das Perk gegen die UAV, gegen das Radar,
Bei den Gegnern ist natürlich ganz klar, wir nehmen Attentäter, Assassin mit. Es klingt zwar ein bisschen blöd, aber man kann es natürlich für solche Zwecke gerne benutzen. Man schimmelt ja schließlich nicht in irgendwelchen dunklen Ecken ab, was eigentlich man hier auf dieser Karte auf jeden Fall machen kann, aber ich rate es euch auf jeden Fall nicht. Dann als blaues Perk im blauen Slot empfehle ich euch Plünderer, denn dann hat man gleich zu Beginn mehr Munition und das hilft auf jeden Fall ganz schön weiter, denn manchmal übersieht man auch das eine oder andere blaue Päckchen und wenn man schon am Anfang sehr viel Munition hat, gibt es eigentlich gar keinen Stopp mehr für einen sehr guten Start. Und das letzte Perk könnt ihr eigentlich variieren. Man kann Totenstille mitnehmen, um die Gegner zu orten. Wobei man sagen muss, MW3 und Gegner hören geht eigentlich fast gar nicht. Und wenn euch irgendwelche Leute mitteilen wollen, dass sie Gegner über 200 Meter durch Häuser hören, dann labern sie eigentlich auch nur heißes Gedöns, wenn man das so sagen kann. Ich habe auf jeden Fall in diesem Gameplay Stalker mitgenommen, damit ich einfach im Nahkampf flinker hin und her wechseln kann, denn mit halbautomatischen Waffen kann man nicht so gut dropshotten. Das erfordert schon ein wenig Übung und dazu bin ich, glaube ich, noch nicht ganz so doll in der Lage. Meisterschütze ist natürlich auch okay, dann kann man die Gegner noch von weiter sehen. Oder halt Lagebericht, um vielleicht böse Claymores zu entdecken. Alles ist eigentlich möglich. Jetzt kommen wir zu den Abschussserien. Ich habe auf der 3 das Spionageflugzeug, also die UAV, die Drohne mitgenommen und dann auf der 4 die kugelsicheren bzw. die ballistischen Westen. UAV ganz klar, um einfach die Gegner zu sehen. Wenn nicht gerade das ganze Team Attentäter dabei hat, hat man eine ziemlich gute Karte gezogen. Man hat ein Ass gezogen. Ansonsten kann es schon ein wenig verwirrend werden, denn in Hardcore campen die Leute auch schon ziemlich extrem. Und eine UAV ist immer gut, um den Überblick zu behalten, um zu wissen, wo ungefähr die Gegner sich gerade aufhalten. Wobei man sagen muss, in Herrschaft weiß man das ja immer ungefähr wegen den ganzen Flaggen. Ansonsten die ballistische Westen, die sind perfekt in diesem Modus geeignet. Viele Leute nehmen lieber andere Killstreaks mit, aber hier eignen sie sich perfekt. Denn ein Problem gibt es, wenn man einmal angehittet wird, regeneriert sich ja nicht die Gesundheit in Hardcore. Aber mit den ballistischen Westen sieht es ganz anders aus. Zuerst einmal, wenn man eine aufnimmt, kriegt man einen Bonus von Gesundheit, dann brauchen die Gegner auf jeden Fall, ich glaube sogar beinahe doppelt so viel Schuss, bis man umfällt. Dazu kommt noch, wenn man eine ballistische Weste aufnimmt, dann wird die Gesundheit sofort resettet, man ist sofort wieder auf 100% und das ist eigentlich perfekt, würde ich mal meinen, gerade manchmal bei einem eisernen, steilen Weg zu einer MOAB. Allerdings gibt es ein klitzekleines Problem. Wenn man ein Bündel Westen geworfen hat, kann man sich nur eine einzige nehmen. Darum kommen jetzt vielleicht eure Freunde ins Spiel. Denn wenn ihr Freunde habt, können sie vielleicht auch mit ballistischen Westen spielen. Und dann habt ihr mehr Möglichkeiten, wenn ihr in gleich mehreren kritischen Lagen kommt und eure Weste gleich bei einem Gegner verliert, könnt ihr sofort in der Nähe eine neue aufheben. Darum können eure Teamkameraden einfach die ganzen Westen auf der Karte schön verteilen und dann in Kombination mit der UAV kann man immer sicher gehen, dass sich gerade kein Gegner in der Nähe einer Weste befindet und euch plötzlich vielleicht beim Aufnehmen tötet. Das ist zumindest nur meine Meinung. Ansonsten vom Movement her kann ich euch wenig sagen. Es gelten eigentlich die ganz normalen Standardregeln für ein gutes Spiel, sagen wir es mal so. Natürlich sind Map-Kenntnisse auch oftmals erforderlich und ansonsten kann ich euch empfehlen, ein wenig sicherer zu spielen, nicht zu arg herumzuraschen. Oft ein wenig mit gezielter Waffe herumlaufen, das ist vor allem sicherer, gerade in Kombination mit Stalker und dann müsste eigentlich der MOAB nichts im Weg sein. Und ja, das war's jetzt eigentlich auch schon von den Tipps. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar bessere Tipps zum Anmerken, könnt ihr natürlich alles in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch schon so eine MOAB geschafft, es würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr schon so alles gerissen habt. Und ja, das war's auch schon. Man hat hier gesehen, ich habe die Moab geschafft und ich habe einfach noch ein wenig weiter gespielt. Wie gesagt, ein Team ist immer sehr hilfreich und ein paar Freunde sind noch besser, die vielleicht auch mal ein Auge auf die KD zudrücken und dann einem helfen. Und dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Und der MOAB in Hardcore mit einer blöden Waffe ist eigentlich keine
Grenze gesetzt. Auf jeden Fall war es das. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und jetzt kommt noch ein kleiner Dual-Commentary-Ausschnitt mit einem oder sogar mehreren Kollegen, die bei dieser Aktion beteiligt wären. Auf jeden Fall war es das. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn euch es gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Von daher, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. So Leute, nichts Tschüss, denn jetzt gibt es noch ein klitzekleines Gespräch mit dem Kollegen, der hier auch eben im Gameplay dabei war. Denn das ist der Dominik, das ist der Domme. Sag mal Hallo. Hallo. Ja, und Dominik, du warst ja sozusagen mein einziger Unterstützer. Was war das denn für ein Erlebnis? Ja, also es hat schon etwas lange gedauert, diese 5-7-Moab endlich abzuschließen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Die ganze Zeit dich zu supporten, vor allem mit den Ballistikwesten und so. Man hat auch ziemlich schnell diese Killstreaks erreicht. Und ja, und am Ende ist es natürlich dann auch ziemlich schön anzusehen, so eine 5-7-Moab, ja. Ja, okay, also ich kann es mir durchaus vorstellen, dass so Supporten auf die Dauer auf jeden Fall langweilig sein kann. Es hängt natürlich immer vom Glück ab, von den Gegnern, ob man das jetzt wirklich schaffen kann, aber hier bei der ersten 5-7-Moab habe ich vielleicht ein wenig länger gebraucht, aber dafür bei anderen, denn in der nächsten Zeit kommen noch andere Pistolen-Moabs, zum Beispiel habe ich eine gleich nach dem ersten Versuch geschafft, sogar in Frei für alle, glaube ich, und ja, das kann man eigentlich so spontan gar nicht sagen, wie lange man für eine Moab braucht. Übungssache, würde ich mal meinen. Aber der Dominik und ich, wir haben uns etwas überlegt, denn wir haben eigentlich eine gute Idee. Denn viele Leute wollen ja immer noch ab und zu mit mir zocken. Genau jetzt eigentlich auf der PlayStation 3. An die ganzen anderen Xboxer zum Beispiel oder an die PCler. Ich habe ja noch keine Xbox und auch keinen PC. Also wenn ihr mich dort antreffen solltet, ist es höchstwahrscheinlich oder ist es auf jeden Fall ein Fake, aber ich habe mir in der nächsten Zeit überlegt, vielleicht hole ich mir vielleicht doch eine Xbox oder vielleicht sogar irgendwann mal einen Gamer-PC. Mal schauen, aber an alle Leute, die jetzt unbedingt vielleicht irgendwann mal die Chance haben wollen, mit mir vielleicht auf der PS3 zu spielen, für die haben wir eigentlich eine ziemlich einfache Idee. Denn ihr müsst wissen, meine beiden Listen auf meinen beiden Accounts, also Marcy96XT und MarcyXT, die sind ja leider voll und ich krieg's auch nicht immer gebacken jetzt, beispielsweise jede Woche die Liste zu erneuern. Von daher kommt jetzt der Dominik ins Spiel. Erklär mal unsere Idee. Ja, also unsere Idee war es eben, dass ich einen neuen Account erstelle, der jetzt DommyXD heißt. Okay, der Name klingt jetzt schon ein bisschen, wie soll man sagen, gay, okay. Aber ich wollte mich als erstes Dome, also DommyXD nennen, aber den Namen gab es leider schon und deswegen jetzt DommyXD und da könnt ihr mich dann auch alle hinzufügen, denn ich spiele auch ziemlich oft mit Marcy. Genau. Und dann können wir halt häufig zusammenspielen. Also nur an alle Leute, die vielleicht irgendwann mal Lust haben. Sozusagen ist DommyXD ein neues offizielles Mitglied der RCXD, der XD-Familie. Und er hat auch einen YouTube-Account, wird aber nicht mit dem Kommentieren anfangen. Man könnte ihn als Zocker-Kollege oder Zocker-Schützling vielleicht sogar bezeichnen. Aber er hat sogar einen YouTube-Account, ich glaube ohne Videos. Der heißt dann aber Domme, also D0M3XD. Ich blende dir einfach nochmal den Gamertag und seinen YouTube-Account, falls ihr mal ein bisschen stalken wollt, den blende ich einfach mal jetzt genau hier ein. Und ja, das wäre eigentlich die Idee. Dominik, hast du noch irgendwas zu sagen? Willst du jemanden grüßen oder sonst irgendwas? Nee, lass mal lieber. Irgendjemanden, der eine schlimme Operation hinter sich hatte oder so? Nee? Ach, den Vincent, genau, aus meiner Klasse. Ja, viele Grüße, Vincent. Ja, ich hoffe, dir wird's bald besser gehen. Und okay, ja, ein Jude, neuer. Nee, Spaß. Ist jetzt eigentlich auch egal. Ja, auf jeden Fall war's das. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und ja, ich verabschiede mich von dir, Dominik. Bis dann. Und ja, bis dann, ja. Tschüss. Okay, tschüss, Leute.